Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. Bwin. Also, hallo und herzlich willkommen bei Zoom, beziehungsweise beim zweiten Teil von Zoom. Hallo auch hier. Hoppala, geht's mit der Tür? So, und die ersten Spieler sind auch schon da, machen sich gerade frisch. Wir haben uns fein gemacht. Ah, hallo. Ich bin auch da. Ah, Nihat ist auch da. Und wie das Spiel ausgehen wird, wir wissen schon. Hier die Highlights. Am Ende hat es einfach nicht sollen sein. Es hat nicht gereicht gegen Fenerbahce Istanbul oder besser Fenerbahce Goldlock. Ja, Goldlock hat sicherlich sehr gut gespielt. Man muss aber auch gucken, wie viele offene Dreier wir ihm gegeben haben. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Man kann sich gerne das Spiel nochmal angucken. Ich glaube, er hatte 5 oder 6 freie Dreier. Und wenn er die halt macht, dann wird es ganz schwierig. Und das ist heute passiert. Was genau passiert ist am Donnerstagabend für 6.700 Fans im Audidom zur Primetime 2015, ist richtig. Andrew Goldlock, da war er schon. 34 Zähler für die Trikotnummer 0 von Istanbul. Bayern, muss man sagen, hielt gut dagegen. Ein Spiel absolut auf Augenhöhe, der Ball wurde gut bewegt, Steiger für 3, die Führung wechselte munter hin und her, dann jedoch Auftritt Bogdan Bogdanovic, 9 Punkte in Folge, hier dankt der Stargard zum Ausgleich und in der Folge führte er sein Team zur Führung mit Pässen wie diesem auf Jan Wesley, 6 vor für die Gäste zur Halbzeit, die, wir erinnern uns, einen Andrew Goldlock in ihren Reihen hatten und der knackte ausgerechnet gegen Bayern. Den Euroleague-Rekord für die meisten versenkten Dreier pro Spiel, 10 insgesamt, gab es noch nie. Schafarzig klebte in dieser Szene an Goldlock, aber für den 26-Jährigen war Weihnachten und Ostern und alles zusammen traf nach Belieben. Und auch wenn der deutsche Meister 90 Sekunden vor dem Ende auf 84-88 verkürzte, bravourös kämpfte, es reichte final nicht. Ich bin jetzt einfach sehr enttäuscht darüber, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Ich denke, es lag auch teilweise in unserer Hand. Wir haben es so ein bisschen hergegeben. Wir hätten einfach hier und da ein bisschen cleverer sein müssen. Dann hätten wir das Spiel schon gewinnen können. Und so waren es die Herren aus Istanbul, die sich vor toller Kulisse in München feiern lassen durften. 93-86 hieß es am Ende für die Gäste. Schwieriges Spiel. Hartes Spiel mit unglücklichem Ausgang für die Bayern. Niederlage gegen Fenerbahce Istanbul. Jetzt heißt es natürlich, die Kräfte bündeln für Sonntag gegen Oldenburg. Was erwartet euch da? Ja, ähnlich natürlich hier wie Fenerbahce. Natürlich nicht die Qualität, aber viele Dreierschützen, Fast-Break, Offensiv-Rebound und schnelles Spiel. Und das müssen wir stoppen. Wir haben es heute nicht geschafft, auch wenn es am Ende knapp war. Wir müssen eins eingestehen, dass Fenerbahce besser war heute. Und wenn man so viele Punkte kassiert heute, kann man gegen gar kein Team der Welt gewinnen. Und alles Weitere jetzt im Vorbericht. Julius Jenkins, Ricky Paulding, Chris Kramer, Adam Chubb. Zusammen sind sie seit 2012 der Kern des Oldenburger Teams, das Herz im Spiel der Baskets. Dazu aktuell ein starker Nemanja Alexandrov und fertig ist ein absolutes Top-Team der BKBBL. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Machowski, ein Mitfavorit auf die Meisterschaft, mit 6 Siegen bei einer Niederlage, aktuell auf Rang 2, ein Platz vor den Bayern. Das Duell am Sonntag um 17 Uhr im Audidome, ein echtes Spitzenspiel und zudem das Wiedersehen der Halbfinalgegner aus der Vorsaison. 5 Spiele waren es damals, 2 Auswärtssiege, Spannung bis zur letzten Sekunde und absolut denkwürdige Momente. Jetzt also die Neuauflage, ein Duell auf Augenhöhe. Mehr denn je setzen die Bayern daher auf die Unterstützung ihrer Anhänger. Sonntag wird es sehr auf die Zuschauer ankommen. Wir werden am Sonntag jeden einzelnen Mann brauchen, der uns unterstützt, der uns mit seiner Energie unterstützt, so wie die Fans das heute gemacht haben. Das brauchen wir am Sonntag auch, denn es wird sehr schwierig werden. Dankeschön.
Also das war's, zweiter Teil der 7. Folge Zoom. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. Be Win.